Herzlich willkommen bei den Krückis E-Bike-Tipps. Heute sind wir wieder unterwegs, wir haben Donnerstag und ja, ich habe heute noch ein paar mehr mit. Einmal hier den Tim. Hallo. Und einmal den Dirk. Hi. Ja, mal sehen, heute geht es nach Leverkusen. Wie heißt der Park nochmal? Neulandpark. Neulandpark, am Rhein, quasi unter der, oder fast unter der A1-Brücke. Viel Spaß, wir erklären euch ein bisschen was dazu. For your Mars, I'm the healing for your scars. I'm the nighttime for your stars. You don't have to look so far. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to thee. Wir bewegen uns jetzt Richtung Langenfeld. Erstmal auf so einer kleinen Straße, aber hier ist nur 30 erlaubt. Dadurch ist das sehr angenehm zu fahren. Alles schön geschmückt hier, das ist echt herrlich. Wir unterqueren das erste Mal die Autobahn, die A3. Auf einem sehr schönen, ruhigen Weg, 30-Zone. Fahren parallel zur Hauptstraße hier. Das ist immer recht ruhig hier auf der Straße, ne? Ja, der ist auch jetzt hier neu geteert, ne? Das ist ja auch gar nicht so lange so schön. Nee. Aber war trotzdem mal hier rechts vor links, das ist immer so eine... Ja, muss man ein bisschen drauf achten. Kann man nicht durchpesen. Wir sollen ja nur 30 fahren, ne? Machen wir ja. 24. Ja. Ach, haben wir noch gar nicht ausprobiert bei dir, ne? Schauen wir mal hier unseren Leval-Helm mal testen. Mal gucken, ob ich meine anderen Kollegen hier anfunken kann. Hört ihr mich beide? Ja, höre ich. Richtung Langenfeld sind wir unterwegs. Industriegebiet, aber ein super Radweg. Muss man länger da drauf drücken? Hier. Muss man länger da drauf drücken? Ja, und dann warten, bis es piepst. Und dann reden und dann loslassen. Ach so. Ja, du musst länger drauf drücken. Dieses Piepsen abwarten. Und dann nachher wieder loslassen. Ah, jetzt verstehe ich. Was ist denn hier heute? Dann frage ich mal über den Helm, ob alle wieder da sind. Sind wir alle wieder da? Ja. Ja. Ja, mit dem Helm scheint es zu klappen. Super. Dann fahren wir jetzt gleich die Fahrradstraße entlang, ne? Genau, gleich wieder auf die Fahrradstraße, wo wir letzte Woche waren. Hörst du eigentlich auch was, Dirk? Nee. Ach, was ist denn los? Hast du den angeschlossen eben? Nee. Den Helm? Nee, guck mal, nee, den nicht. Ach so, okay. Ja, solange du in der Mitte fährst, ist ja auch egal, ne?
Ich werde einen Teufel tief nach vorne fahren, weil die Not läuft auch nur lesen. Okay. Es gibt ja echt welche, die haben Geschmack beim Schmücken und welche, die haben keinen Geschmack. Halleluja, ne? Das ist ein Ding, du. Boah. Eieieiei. Die Aliens sind gelandet. Das fliegt bestimmt gleich los, das Ding. Eine Mondrakete, du. Ja. Nee. Hier ist morgens früh richtig was los. Hier sind so einige Schulen hier in der Nähe. Okay. Und es wird hier echt, hast du teilweise 5, 6, 7, 8 Fahrradfahrer vor dir. Das ist richtig super hier. Aber es wird heute flach. Wir haben heute eine sehr flache Tour. Verrat doch mal, warum für Montag sehr schwierige E-Bike-Tour. Das weiß ich auch nicht. Um uns allen Angst zu machen. Also, nee, das ist jetzt wirklich wenig Höhenmeter und ich meine, dass ich auch relativ viel Asphalt drin habe. Ja, hast du. Ich muss jetzt gleich in 50 Metern links. Und dann sind wir quasi auf dieser Fahrradstraße, die echt vorbildlich ist, hier links. Die kannst du echt, das sind glaube ich 2 Kilometer, die du am Stück hier fahren kannst. Ja. Ist echt bequem zu fahren. Da ist ein Hund. Wo ist das Herrchen? Im Feld. Ist echt gruselig manchmal, ne? Dann hast du den Hund, aber weiß nicht, gleich kracht es und du fährst in den Besitzer rein. Ja. Ich kann es gar nicht mehr vorstellen, wie früher noch mit diesen Teelächtern war, die du früher so mit so einem Dynamo angetrieben hast, so am Reif mit dem Seitenläufer damals, so meine Güte. Du. Da hat sich verdammt viel getan. Das hast auch ganz andere Möglichkeiten jetzt. Ja. Das macht viel mehr Spaß und man traut sich auch ganz andere Wege. Da kommt eine Pfütze. Was? Da kommt eine Pfütze. Ja. Das warst du doch beim letzten Mal, oder? Richtig, ja. Ich fahre nach dem Motto, ich nehme noch jede mit. Ja, ich habe letzte Woche mein Fahrrad sogar schön sauber gehabt. Die Schlammdurchfahrt. Und dann weiß ich nicht, die ersten. Also mit den ersten Kilometer Wuppweg war alles. Und zum Schluss wurde ganz schlimm. Da hat es aber auch richtig geregnet, oder? Ja. Und das wird jetzt spannend hier. Weil da jetzt alles auf uns zukommt. Da tippe ich auf den Radfahrer. Da sind irgendwelche Fußgänger, die nicht beleuchtet sind. Nee, es sind Läufer hier. Der hat wahrscheinlich nichts gehört. Da kommt ein Radfahrer. Selbst um die Uhrzeit ist das hier echt gut besucht. Ach, da ist auch noch ein Pferd dabei. Also das Pferd sieht man gut, sie nicht. Die Tour ist mit Komoot geplant. Ja, mal gucken, ob ich das heute alles hier so richtig gemacht habe. Jetzt kommen wir in einen Bereich, den ich nicht so gut kenne, der mir immer so vorgeschlagen worden ist. So, ein Stückchen Hauptstraße. Schöne alte Kirche hier. So,
Und hier der Stadtteil, der bietet hier einen Karnevalszug an im Dunkeln. Habe ich mal mitgemacht, für Kinder total super. Aber lässt sich gut fahren hier, ne? Ja, bis auf der Untergrund. Ja. Ja, da läuft nichts, ne? Ja, dann hätten wir jetzt Gegenwind, das ist auch nicht schön. Aber wir werden angesaugt dann. Gut, dass ich den Ventilator ausgemacht habe. Die E-Bike-Ladesäulen unten dran haben? Wäre eine Idee, ne? Wäre eine Idee. Ja, auch bei Sonnenwetter ist es wichtig, das Richtige anzuziehen. Ne? Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen zu warm angezogen. Ja, lieber zu warm als zu kalt. Ja gut, im Zweifelsfall ja, aber auch unangenehm. Ich bin genau richtig wieder angezogen. Gut. Mal gucken, wie es nachher wird. Ja. Gleich rechts. Ja. Ja, du fährst jetzt hier auf ganz ruhigen Wegen, fährst du Richtung Leber. Ich meine, dazwischen wäre nichts mehr. Das ist hier nichts echt ganz lang. Wahrscheinlich schwarzes Loch, dunkle Materie, ne, Antimaterie. Genau, müssen wir aufpassen, aber nicht irgendwie gleich irgendwo über die Kante fahren. Über so ein Higgs-Boson drüber stolpern. Aber ruhig und entspannt. Ja, ist echt keiner unterwegs. Der Strom ist ja genug da. Noch nicht mal Hundebesitzer. Das ist auch noch in einem Bereich, wo du mit der Family fahren kannst. Das ist nicht so weit weg alles. Ja. So, was passiert jetzt hier? Okay. Oh, da kommen wir wieder zu was Geschmücktem.
geradeaus. Geradeaus? Ja. Und dann 500 Meter links. Wisst ihr, wo ihr seid? Ja. Okay. Hier bin ich früher schon mal lang gefahren. Aha. Aber das ist hier ganz schön wuselig, das mal hier. Ja. Wuselig? Ja. Okay. Nicht gruselig, sondern wuselig. Wuselig, ja, ja. Weil ich hab die... wenn du ohne Navi fährst, ist das hier relativ schwierig drauf. Ja. Echt? Okay. Ja, mal gucken. Nee, letzte Woche sind wir gar nicht hier dünn entlang gefahren. Muss man hier auch konzentrieren hier. Okay. Hier scharf rum. Hier bin ich schon mal hergefahren, als wir zur ZTG gefahren sind. Ja? Mit meinem Kollegen. Das ist so mein täglicher Weg normalerweise. Okay, und dann auch über die Brücke, ne? Ganz über die genau, ja. Die finde ich total eng. Die ist auch mega eng, ist die auch. Das ist im Winter, vor allem wenn du nur das Licht siehst, ne? Die Leute fahren auf das Licht normalerweise zu. Ne? Ja. Das ist irgendwie bei Menschen total blöd gepolt. Aber dann wird die Brücke irgendwie gefühlt noch enger. Ja. Tagsüber und bei Tageslicht geht das, aber im Dunkeln ist es echt die Hölle. Ja. Ja, du hast auch nur die Möglichkeit, darüber zu kommen, ne? Sonst musst du einen riesen Umweg über die Fähre machen, ne? Ganz genau, ja. Oder die Mühlheimer Brücke. Wie weit ist die da noch von weg? Oh, das ist noch ein ganz ordentliches Stück, ist das noch. Okay. Auf jeden Fall kommt da erstmal ein falsch eingestelltes Licht gegen. Das ist ganz schön blendend. Sofort aggressiv. Ein besorgter Bürger. Sofort aggressiv. Ja. Ich komme von meiner Spätschicht und ich will nach Hause. Fühlen sich sofort angegriffen, alle. Ja, bei solchen Wetterlagen ist die Zündschnur schon mal ziemlich kurz, ne? Ja. Und jetzt wird es gleich interessant. Fahren wir jetzt gleich links oder fahren wir rechts? Bitte? Wir fahren gleich rechts in 100 Metern irgendwie. Wir fahren ja so eine Runde. Also, ja. Achso, wir sind schon hier, ne? An dem Park, stimmt. Wir fahren jetzt erstmal rechts. Ja. Stimmt, jetzt wird spannend. Jetzt fahren wir eine kleine Runde um diesen Park. War wirklich ein schönes Ding, ne? Aus dem Nichts heraus. Ja. Also hier wird es normalerweise rechts zum Neulandpark gehen. Rechts. Aber es kommen so ein paar Radfahrer, die nicht weiterkommen, ne? Hier. Wie wir sehen. Oder? Ach shit, jetzt haben die den echt zugemacht. Ja. Kenn ich nix. Ey, was ist das denn? Ja. Müsst jetzt hier lang. Das ist ja dämlich. Kommen wir denn da zum Rhein hin? Ja, ja. Okay. Mir nach. Also, wir müssen. Gut, dass wir einen ortskundigen Menschen hierbei haben. Schade, das ist eigentlich ein schöner Park hier.
Also fahrt ihr nicht im Winter um die Uhrzeit. Das bringt nichts. Man muss auch mal flexibel sein. Wir ändern hier gerade die Tour, weil es sind so ein paar Sachen gesperrt, die wir eigentlich fahren wollten. Und schon wird aus dem einen Guide, aus dem neuen Guide, gar kein Guide mehr. Ja, ja. Wenn der Wegpunkt mit einem POI übereinstimmt, ne, dann kriegst du den nicht mehr gelöscht. Ne? Das ist echt okay. Grande Katastrophe. Ja, weiter geht's. Kanusport ist hier angesagt. Jetzt fahren wir an Rhein. Rechts von uns ist der schöne Park, wo wir ja leider nicht hoch dürfen oder lang dürfen. Das ist eine schöne Brücke. Na gut. Hat nicht sollen sein. Fahren wir halt einen anderen Weg. Kletterpark kommt man da hinten vorbei. Ich weiß nicht, kennst du den? Ein Tierpark, ne? Nee, ja, Tierpark und auch Kletterpark. Tierpark ist gleich direkt hier vorne links. Ja, genau, den kenne ich. Mhm. Und Kletterpark ist hier auch gleich kurz bevor wir über die Brücke drüber fahren. Okay. Ja, ein bisschen in den Wald müssen wir ja noch mal. Aber hier ist ja der Friedhof. Ja. Da fehlt mir jetzt noch ein bisschen so der Nebel noch so. Ja, so ein bisschen gruselige Musik, da geht das schon, ne? Obwohl es ja eingezäunt ist, ja langweilig. Ja, man kann auch mit dem Fahrrad über die, durch den Friedhof fahren. Ja, sind wir, als wir von der ZDG wieder kamen, sind wir da durch. Ja. Also so manch einer wollte nicht unbedingt da in so einem halbdunkeln drüber. Ich dachte, guck mal. Ja, passiert nichts. Ich bin mir sehr sicher. Es sind nicht geistig mehr anwesend.
lustig aus. Die schöne Allee, die kenne ich auch. Ja. Ja. Ist im Sommer ein echtes Träumchen. Ja. Viele Kippen, Jugendliche hier. Ja, da mal einen guten Kopf nehmen. Second Hand Smoke übernehmen. Hängt davon ab, ob wir da rüberkommen. Ja, doch, da habe ich eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja, komm, ich habe noch eine Idee. Es könnte zwar ein bisschen holprig werden, aber ich glaube, alles noch in Ordnung. Komm, den Weg hinten. Oh. Hochwasser schon zweimal gefahren. Ja, ich glaube, dass der da vielleicht, dass wir 20, 30 Meter ein bisschen sehr holprig haben. Danach war der gut. Warte mal vor. Wir gucken mal. Wir fahren jetzt an der Wupper entlang. Boah, machen wir hier mal das Licht an. Folge mal nicht dem Navi. War nicht gut. Ekelig. Hier rechts. Kopf einziehen. Diese kalte Hosen muss er kommen. Sollte jetzt hier nicht unbedingt jeder nachfahren. Das ist jetzt hier ein bisschen, sollte man so leichte Mountainbike-Erfahrung haben. Und alleine auf keinen Fall. It's done now.
Also, ihr seht, wie kompliziert das hier ist. Das ist auch schon ein bisschen kriminell. Nicht jeder sollte diese Tour nachfahren. Echt nicht. Aber doch hier, ja gut, nichts für jedermann, ne? Ja, es ist halt eben sportlich. Ja. Manch einer wird sich da umbringen. Also lieber nicht nachfahren, nicht jeder. Mountainbike-Fahrer werden darüber lachen. Aber mit so einem Trekkingrad waren wir echt schon ordentlich durchgeschüttelt hier. Ja, vor allem in der Dunkelheit. Du siehst halt nicht viel. Die Wurzeln können rutschig sein. All solche Probleme, ne? Ja, ich fand die Wuppe auch war ein bisschen nah. Ja. Also für einen Fahrfehler und dann, weiß ich nicht, bei kalten Temperaturen in die Wupper ist auch nicht gerade toll. Kann problematisch enden, ja. Ja. Eine schöne Straßenabfahrt haben wir jetzt nicht gemacht, aber die hole ich mir jetzt gleich wieder bei Röderbörken. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Röderbörken. Das ist eine Klinik, eine Reha-Klinik, liegt ganz oben auf dem Berg. Normalerweise eine schöne Aussicht. Ist natürlich im Dunkeln jetzt natürlich wieder eher sportlich zu sehen. Dass wir da hochfahren.
alles super, ne? Ja, war ja alles perfekt gewesen. Temperaturen auch gestimmt. Schön warm, ne? Schön warm. Ja, ja. Auch der Glühwein war toll, ne? Super lecker und der Schuss erst. Der hat nochmal richtig von innen gewärmt. Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Euch hat der Film gefallen. Ein Like, da würde ich mich freuen. Und abonnieren sowieso. Ne? Das ist bei so schönen Filmen kann man mich nur abonnieren. Bis dann mal. Tschüss. Ciao.